Sind Soldaten aus Spezialeinheiten, auch wenn sie keinen Profi besiegen können, eigentlich gute Kämpfer im unbewaffneten Zweikampf? Ja, darauf möchte ich mega feste bestehen. Wisst ihr, es gibt nicht nur Conor McGregor und Khabib und dann alle anderen sind einfach nur Müll. Im Leben ist das Ganze ganz anders, es gibt feine Unterscheidungen, oder? Die meisten Menschen, wenn die so eine Kampfstrecke von vielleicht, weißt du, Level 1 oder etwas haben, die haben ein bisschen Kraft, die haben was, die können ein bisschen was kämpfen. Da gibt es haufenweise, die sind noch darunter, Frauen, Kinder, was auch immer, Leute, die halt sich nicht bewegen können, können nicht kämpfen. Und dann geht es langsam nach oben, okay? Leute, die sehr viel Körperkraft haben, sind schon stärker. Leute, die sehr viel Mentalität haben, die sind schon sehr, sehr viel stärker. Leute, die gelernt haben zu kämpfen, die sind sehr viel stärker. Leute, die mehrere dieser drei Faktoren miteinander verbinden, die zum Beispiel gelernt haben zu kämpfen und körperlich stark sind. Oder die gelernt haben zu kämpfen und die Mentalität haben. Oder die Mentalität haben und stark sind. Oder am schlimmsten sind halt dann diejenigen, die gelernt haben zu kämpfen, körperlich stark sind und die Mentalität haben. Das ist die Creme de la Creme der Kämpfer. Gut, darunter fallen Soldaten aus Spezialeinheiten. Die haben gelernt zu kämpfen. Die haben Unterricht, geordneten Unterricht bekommen im Kämpfen. Nicht mega viel, aber durchaus. Gut, sie sind körperlich extrem fit und sie sind hoch trainiert. Gut, und sie haben ganz sicher auch die Mentalität, weil Mentalität ist in so Spezialeinheiten extrem wichtig. Sie sind also schon in diesem Bereich der extrem starken Kämpfer, die die absolute Mehrheit fast aller anderen Menschen im Kampf besiegen würde. 99% der Menschheit hat keinerlei Training in der Kampfkunst und damit auch fast keinerlei Chance. Dann die allermeisten Menschen, die Hälfte der Menschen sind ja schon mal Frauen. Und dann noch ein großer Teil ist Kinder und ein großer Teil sind alte Leute. Der wenigste Teil sind Männer im besten Alter, so zwischen 20 und 50, die einfach ultra stark sind. Und Spezialeinheiten sind fast immer das. Gut, und dann eben, dann haben die noch gelernt zu kämpfen. Wie wenige haben das schon? Wie wenige sind schon so fit? Also da ist ultra wenig. Und dann auch innerhalb derjenigen, die kämpfen gelernt haben, körperlich fit sind und die Mentalität haben, sind dann noch die allerwenigsten wirkliche Wettkämpfer. Und dann auch noch innerhalb derjenigen gibt es noch immer noch größere Unterscheidungen. Und ich denke, viele, vor allem in den besseren Spezialeinheiten, die sind da ziemlich weit oben drinne. Da hat es auch einige, die sind auch selbst noch Wettkämpfer, die machen Wettkämpfe, das gibt es auch im Militär, die sind recht gut besetzt. Ich denke, die stehen wirklich fast nur hinter extrem guten Weltklasse-Amateuren zurück und Profikämpfern. Und dann sind es direkt die Nächsten in der Reihe, sind solche Spezialeinheiten, wenn es um Kampfstärke geht.